willkommen mal eigentlich zu der heutigen Veranstaltung. Der Helvete Blick, das ist eine Diskussionsveranstaltung mit Genossinnen von der Transgip Leipzig und der Plattform Radikale Linke. Heute hier im slowenischen Club, das findet statt im Rahmen der Veranstaltungsreihe des feministischen Frühlings hier im slowenischen Club. Und ja, vielen Dank mal den Rednerinnen und euch allen, dass ihr heute gekommen seid. Vielleicht kurz vorweg zum Raum. Geplant war das Rauchen herinnen erst ab 22 Uhr und dann auch, nur hinten. Genau, zur Veranstaltung. Es wird da vorne einen kurzen Input von den Genossinnen von der Translip Leipzig geben und dann eine kurze Diskussion auch am Podium, die aber auch geöffnet ist, quasi für euch alle, dann mitzudiskutieren. Der Titel der heutigen Veranstaltung, der Blick, bezieht sich auf eben den Text, der geschrieben wurde, als feministische Antwort oder Kritik auf den Text von Antifa-Kritik und Klassenkampf, der heißt Der kommende Aufprall. Die Antifa-Kritik und Klassenkampf war letzte Woche hier in Wien und hat ihren Text Der kommende Aufprall vorgestellt und ist auch diskutiert worden. Im kommenden Aufprall geht es um so eine neue Orientierung oder neue Besetzung der Begriffe Klasse, Klassenkampf, Klassenbewusstsein. Und der Text, der halbierte Blick, richtet sich dann mehr auch auf das Geschlechterverhältnis und wird dann mehr unter die Lupe genommen. Die Idee ist aber, dass man eine Diskussion heute auch folgen kann, auch wenn man beide Texte nicht gelesen hat. Deswegen, falls es irgendwie Verständnisfragen gibt, auch zwischendurch gerne nachfragen. Vielleicht kurz zur Info: Organisiert ist das Ganze heute von der Plattform Radikale Linke. In der Plattform Radikale Linke hat sich eine Arbeitsgruppe herausgebildet, die sich auch mit eben diesen Themen auseinandersetzt, also so Lohnarbeitskritik, Klassengesellschaft, Geschlechterverhältnis, und auch wir führen ja innerhalb der Plattform Diskussionen zu eben diesen Themen und wollten diese Diskussionen auch öffnen, und wir haben keinen einheitlichen theoretischen Zugang, sondern besprechen das auch viel, und das soll heute auch mal ein Raum sein, außerhalb von politischen Gruppenstrukturen auch miteinander in Diskussion zu kommen. Inhaltlich soll es halt darum gehen, es ist ein häufiges Lippenbekenntnis in der Linken, dass Klassenpolitik und Feminismus, also Klassenpolitik, Feminismus und den Kampf gegen patriarchale Geschlechterordnung nicht für zweitrangig erklären soll, sondern auch immer konsequent mitdenken muss. Aber nicht nur historisch, sondern auch aktuell zeigt sich immer wieder, dass feministische Kämpfe und Forderungen dennoch hintangestellt werden, wenn es quasi darum geht, eine revolutionäre Einheit zu bilden oder einen Kampf gegen den Kapitalismus. Da ist ein bisschen die Frage, wie lässt sich auch so eine Spaltung überwinden und wie kann eine radikale Linke auch eine emanzipatorische Perspektive, die, das ist jetzt ein Zitat aus dem Text, alle Hierarchien und Trennungen innerhalb der menschlichen Gattung theoretisch und praktisch negiert, entwickeln. Genau, über diese und mehrere Fragen wollen wir heute mit euch diskutieren. Und zwar mit Max und Katharina von der Translip Leipzig, die den Text geschrieben haben, gemeinsam mit noch einem Genossen von ihnen, Marco. Sie sind beide in der Translip organisiert und Katharina schreibt auch noch für die Outside the Box. Und mit einer Genossin von der Plattform Radikale Linke. Zu Ihnen für die Veranstaltung wird auch aufgezeichnet, falls irgendwem das dann nicht passt oder das nicht aufgenommen werden möchte, dann bitte Bescheid geben. Und ja, ich freue mich auf eine spannende Diskussion und übergebe jetzt das Wort weiter an mich. Ja, also mein Name ist Katharina. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Wir werden jetzt ganz kurz noch ein paar Sachen oder ein paar Sätze zu den Projekten sagen, also zu der Translip in Leipzig und zu der Zeitschrift Outside the Box. Und dann werden wir kurz auf den Text eingehen, den wir geschrieben haben, nochmal ganz kurz skizzieren, was war eigentlich der Text von der Antifa-Kritik und Klassenkampf. Ganz grob, worum geht es da aus unserer Sicht? Und dann nochmal ganz kurz, was sind so die Grundzüge unseres Aufsatzes und unserer Kritik oder die Gedanken, die wir da aufgeworfen haben, wollen wir noch mal kurz so ein Revue passieren lassen. Und dann geht es in die Diskussion. Genau. Dann sagst du mal kurz was zu Translip, bitte? Ja, okay. Genau, also ich sage jetzt kurz zu Translip. Also Translip ist ein Bildungsprojekt, Selbstbildungsprojekt, kann man sagen. Ach so, ja, das wollte ich auch bedanken. Also, herzlichen Dank. Genau, und wir haben so ein Ladenlokal im Leipziger Stadtteil Lindenau, und da finden eben verschiedene so Lese- und Arbeitskreise statt, die öffentlich sind seit 2014, die eben alle sich
drehen darum, verschiedene Facetten von einer Gesellschaftskritik so zu entwickeln und öffentlich zu diskutieren und dann teilweise halt auch dazu zu schreiben, Veranstaltungen zu machen, sich zu treffen mit Leuten aus anderen Städten und so weiter. Und genau, da gibt es eben diese verschiedenen Lesearbeitskreise, viel so zur Kritik der politischen Ökonomie, also das Kapital von Marx, gibt es mehrere. Es gibt ja auch einen dann nochmal besonders zu Klassenverhältnissen. Und dann gibt es eine Psychoanalyse und eben diesen jetzt leider schon inaktiven zur Kritik der Geschlechterverhältnisse, in dem wir vor allem mitgewirkt haben, von 2014 bis 2017 etwa. Und da haben wir diesen Kreis, aus dem auch dann dieser Text hervorgegangen ist, halt auch versucht, verschiedene, vor allen Dingen halt verschiedene Theorien aus der ganzen Geschichte der Auseinandersetzung um die Geschlechterverhältnisse erstmal uns anzuschauen und so zu diskutieren. Und haben wir halt angefangen mit Sachen aus nicht so der Arbeiterinnenbewegung, Engels, Clara Zetkin, sowas. Und uns dann so langsam, so ein bisschen durch das 20. Jahrhundert so vorgearbeitet. Und viel hat dann so zur Zeit die Frauenbewegung eigentlich und ein bisschen zur Psychoanalyse, Männlichkeit, solche Sachen. Genau. Das kann man, glaube ich, zu Transkript erstmal sagen. Und jetzt kannst du noch was zur Outside sagen, Outside the Box. Ja, genau. Das ist ein Werbeblock. Die Outside the Box ist eine feministische Zeitschrift aus Leipzig und besteht seit 10 Jahren mittlerweile. Und ich habe noch Ausgaben dabei. Die kann man nachher erwerben. Ich habe die Nummer 5 dabei, die ist zum Thema Streit. Und ja, genau, also da wird so ein bisschen Streit in feministischen Auseinandersetzungen beleuchtet. Und genau, ich habe da auch einen Text zur Polemik geschrieben. Und die zweite Ausgabe, die ich dabei habe, ist die Nummer 6. Die hat keinen Titel. Die sind da hinten auf dem Infotisch, also die könnt ihr nachher noch kaufen. Und die neue Ausgabe kommt am 7. Juli raus. Und zwar zum Thema Erfahrung. Ja, so viel zu den zwei Projekten. Genau, jetzt dann zu dem Text. Wir haben den Text mit dem Titel Der halbierte Blick zu den Geschlechterverhältnissen im kommenden Aufprall im Jahr 2016, Anfang 2016 geschrieben. Und die Antifa, Kritik und Klassenkampf hatte nämlich davor mehrere Gruppen und Einzelpersonen gebeten, Kommentare dazu zu schreiben. Und uns haben sie eben gefragt, ob wir was aus einer feministischen Perspektive verfassen würden. Und das haben wir dann auch gerne gemacht. Ja, dann steigen wir jetzt kurz ein in die Charakterisierung des Textes. Genau, also jetzt erstmal zu dem Text, auf den wir antworten. Das ist eben dieser der kommende Aufprall. Ja, was ist eigentlich die Stoßrichtung von diesem Text, wo wir den Kommentar dazu geschrieben haben? Also in diesem Text, da plädiert diese Antifa-Kritik und Klassenkampf eben dafür, erstmal die gegenwärtige Gesellschaft vor allem als eine kapitalistische Klassengesellschaft zu begreifen. Also das ist erstmal so der erste Punkt, den sie so machen. Wir leben in einer Klassengesellschaft und das muss zentral sein für unser Verständnis der Gesellschaft, in der wir leben. Dann gehen sie halt weiter mit in diesen Begriffen, die dann da dranhängen an Klassengesellschaft. Also Klassenbewusstsein, sagen sie eben, ja, proletarisches Klassenbewusstsein, das ist so grob eben dann die Einsicht in die eigene Position und Funktion, die man hat als Lohnabhängige in dieser Klassengesellschaft. Und eben auch ja, eine Einsicht in die Gesetzmäßigkeiten, in denen sich diese Klassengesellschaft entwickelt, wie wird da halt ausgebeutet. Und was sind da aber auch vielleicht die Schalthebel, an denen man Macht aufbauen könnte, praktisch, um das dann zu verändern. Und die Gruppe betont dabei, dass, also sie richtet sich dagegen eine bestimmte Position, ein bestimmtes Verständnis linker Politik, ja, dass sich eben sozusagen, wo sich Leute in der Freizeit eben treffen, sie haben, und dann eben sich entlang von ihren Idealen überlegen, was sie jetzt für gute Zwecke verfolgen könnten, und sich dann ihre Zeit dafür so aufopfern, in ihrer Freizeit das gute Zwecke zu verfolgen. Und die haben aber eigentlich nicht so richtig mit dem eigenen Lebensalltag zu tun. So, und das lehnen sie ab, sagen auch so ein bisschen Kampagnenpolitik und sowas. Und anstattdessen sagen sie eben, linke Politik sollte ihren Ausgang nehmen von den eigenen Problemen, wie sie sich
im eigenen Leben eben auch der linken Unabhängigen zeigen. Und nicht nur zeigen, sondern unter dem man eben auch dort leidet. Also Ausbeutung, ja, in der Arbeit, Zeit und Geld, Mangel, Konkurrenz, Stress, Disziplinierung, Arbeitshetze, Ohnmacht, Vereinzelung, Angst vor Jobverlust. Das sind so einige Merkmale dieser proletarischen Situation, in der eben Unabhängige in der kapitalistischen Gesellschaft sich befinden. Und ja, wenn wir jetzt eben dieses Klassenbewusstsein entwickeln, dann verstehen wir halt als Einzelne, dass unsere Probleme in dieser kapitalistischen Gesellschaft eben keine rein individuellen Probleme sind, sondern dass sie eben resultieren aus genau diesen objektiven Bewegungsgesetzen der kapitalistischen Klassengesellschaft. Und dass sie halt, diese Probleme halt von vielen geteilt werden, weil diese Situation von vielen geteilt wird. Und daraus ergibt sich dann halt ein politischer Organisierungsvorschlag, dass man sich nämlich eben entlang von solchen geteilten Problemlagen und materiellen Interessen organisiert, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Und aus dieser kollektiven basisdemokratischen Organisierung kann dann eine kollektive Macht aufgebaut werden, mit der eben gemeinsam gegen die Ausbeutung und Vereinzelung durch die herrschende Klasse, also das Kapital, gekämpft wird. Also das ist dann eben der Klassenkampf. Ne? Das ist noch ein weiterer Begriff, der dann da wichtig ist. Genau, das war die Skizze von dem Text der AKK. Und als erstes mal teilen wir, also auch in dem Text, den wir geschrieben haben, als Replik, teilen wir diese grundsätzliche Orientierung, dass wir in der Klassengesellschaft leben. Aber unsere Frage war dann, ob das ausreicht für eine Analyse und auch damit zusammenhängt dann für eine Entwicklung von politischen Ansätzen oder von einer politischen Praxis auch und auch einer theoretischen Analyse. Und unsere Frage war so ein bisschen, was wird davon eigentlich nicht erfasst? Also wenn wir eine feministische Perspektive da drauf werfen und die Gesellschaft analysieren, reicht es dann, wenn wir sagen, wir leben in einer Klassengesellschaft? Und vor allem ist dann die Frage, reicht es, um zu verstehen, was eigentlich das androzentrische Geschlechterverhältnis oder das patriarchale Geschlechterverhältnis in seinem Wesen ausmacht? Also wird eigentlich dieses Geschlechterverhältnis da überhaupt erkannt, wenn wir nur in den Begriffen von Klassengesellschaft, Klasse, Klassenbewusstsein und dann als Praxis Klassenkampf sprechen. Und das, was wir dann versucht haben, so in Thesen und Fragen zu entwerfen, war eben ein konkreteres Bild. Also, und wir sind der Frage nachgegangen, welche Aspekte des Lebens eben nicht erfasst werden. Und deshalb dann eben auch nicht Gegenstand werden von Diskussionen und von einem Austausch unter Genossinnen und Freundinnen und auch nicht Gegenstand von Organisierung und damit auch nicht von Gegenstand von einer Veränderung werden kann. Also die Frage ist, welche Erfahrungen und welche Aspekte von dem Leben, das wir alle leben, also von unserem Lebenszusammenhang, werden nicht in diesen Begriffen von Klasse, Klassenbewusstsein, Klassengesellschaft aufgerufen und thematisch und auch deshalb dann nicht kritisierbar. Man muss dazu noch mal sagen, zu dem Text von der AKK, die haben den Anspruch, auch eine feministische, also Feminismus mitzudenken, wie du es gerade vorhin auch gesagt hast, und haben das in ihrem Papier auch durchaus versucht zu machen und haben deshalb sich Kämpfe im Care-Sektor angeguckt, also in den bezahlten Dienstleistungsbereich, in dem Sorgetätigkeiten als in der Form der Lohnarbeit getätigt werden. Also konkret ging es da um so Streikbewegungen auch von Pflegepersonal in Krankenhäusern zum Beispiel. Und genau bei den Kämpfen kommen sozusagen beide Dimensionen zusammen. Also es handelt sich einerseits um jenen stark vergeschlechtlichten Sektor, weil hauptsächlich oder sehr viele Frauen dort arbeiten und weil es Tätigkeiten sind, die auch mit Weiblichkeit assoziiert sind. Und diese Tätigkeiten auch in unserer Gesellschaft ja auch ja, abgewertet sind und auch entsprechend schlecht bezahlt. In diesen Kämpfen aber kämpfen die, also die Leute, die da aktiv sind, sind aber aktiv als Lohnabhängige, also als Proletarisierte, die sich kollektiv in ihrer Arbeit organisieren und zur Wehr setzen. Und da kommt jetzt also Feminismus und sozusagen Klassenkampf zusammen. Und man könnte sozusagen sagen, da fallen vielleicht feministische Emanzipationskämpfe und Klassenkampf zusammen. Das ist so die Art und Weise, wie wir finden, dass in der AKK, von der AKK in dem Text
das Thema Geschlechterverhältnisse verhandelt wurde. Genau, und ja, wir haben dadurch, dass wir auch uns eben mit anderen feministischen, marxistischen, mit marxistisch-feministischen oder feministisch-marxistischen Texten so auseinandergesetzt hatten, haben wir da so was wiedererkannt, eine bestimmte sozusagen Linie, die da gefahren wird, die halt jetzt auch nicht ganz neu ist, sondern halt durchaus auch schon in den 70er Jahren so vertreten wurde. Und wir haben das dann, also unsere Kritik daran so ein bisschen aufgezogen an dem Begriff des Funktionalismus und gesagt eben, ja, das ist, da steht das Verhältnis von dem Klassenverhältnis und dem Geschlechterverhältnis wird funktionalistisch dort begriffen. Und das heißt, dass eben die Probleme, die im Geschlechterverhältnis auftauchen, also die Probleme, das ist natürlich eine Verharmlosung, also dass die eigentlich hauptsächlich deshalb dann interessant werden, weil sie halt auch Probleme darstellen für das, für die Klasse sozusagen, weil es da gibt dann dieses Stichwort von der Spaltung der Klasse. Und ja, dass dann in dieser Position dann vor allen Dingen so argumentiert wird, dass das Geschlechterverhältnis eben eine Funktion hat, eine Bedeutung hat für die Aufrechterhaltung des Kapitalismus. Und deshalb eben das vor allen Dingen auch dann kritisiert wird. Und diese Spaltung der unabhängigen Klasse, also wer profitiert denn eigentlich davon? In dieser Perspektive dann halt vor allem das Kapital. Und es gibt halt andere feministische Stimmen, die natürlich dann eher sagen würden, ja, also davon profitieren halt vor allen Dingen die Männer und nicht einfach das Kapital. Und in den Kämpfen, in dem Care-Sektor zum Beispiel, ist es halt auch so, wer ist eigentlich da der Gegner? Das ist halt das Kapital. Und das macht man halt quasi an seinem Arbeitsplatz, kämpft man dann halt gegen das Kapital. Aber es geht dann halt nicht sozusagen um die Verhältnisse von eben, wenn wir jetzt heterosexuelle Familien voraussetzen oder so, ja, Konflikte in Partnerschaften beispielsweise. Weil die finden ja nicht am Arbeitsplatz statt. So, und ja, und in dieser Linie, die eben vor allen Dingen dann diese Spaltung betont, ist dann eben auch der Kampf gegen das Patriarchat, halt eigentlich ein Kampf gegen das Kapital. Und ja, weil eben Ursache und Hauptprofiteur der Unterdrückung ja eben auch nicht ein System gesellschaftlicher Vorherrschaft der Männer ist oder so, sondern eben der Kapitalismus. Und daher ist dann eben die Perspektive, für die praktische Perspektive, halt stark eine, die auf eine Einheit setzt. Also eigentlich eine Einheit von proletarischen Frauen, proletarischen Männern. Die zusammen sollen eben gegen den Kapitalismus kämpfen und da ihre Spaltung sozusagen, dieses Kapitals vielleicht, wie sie ausgedacht hat, oder so, oder die dem Kapital zugute kommt, halt darin, in diesem gemeinsamen Kampf dann befinden. Und ja, umgekehrt gibt es dann halt auch, das ist jetzt nicht so der Fall in diesem Text, aber auch die Kritik, dass halt dann feministische Interessen Sonderinteressen sind, die halt ablenken oder so von diesem gemeinsamen Kampf. Und ja, um jetzt noch zum Beispiel vielleicht zu bringen für so eine funktionalistische Argumentation, also ja, das ist halt sozusagen, funktioniert da zum Beispiel eben so, dass man sagt, ja, dass nach der Kritik der politischen Ökonomie von Marx eben der Arbeiter seine Arbeitskraft verkauft, dafür Lohn erhält, und mit dem Lohn reproduziert er dann sich und seine Familie, stellt seine Arbeitskraft wieder her. Und ja, dann Marx übergeht halt in dieser Analyse, dass zur Wiederherstellung der Arbeitskraft nicht nur Lohn und bestimmte Waren braucht, sondern eben auch Arbeit und dass eben ja, Kinder und Erwachsene umsorgt und gepflegt werden müssen und dass diese Arbeiten eben unbezahlt hauptsächlich von Frauen geleistet werden. Und ja, dann kann man eben kritisieren, dass da sozusagen ein wichtiges Element eigentlich vergessen wurde, was aber also quasi, ja, was die Rolle, die Ausbeutung der Frauen betrifft, was aber eigentlich notwendig ist, damit der Kapitalismus funktioniert. Und ja, wir wollten halt eigentlich quasi den Blick eben auf andere Aspekte richten, von denen halt gar nicht so klar ausgemacht ist, ob die jetzt eigentlich zum Funktionieren des Kapitalismus beispielsweise beitragen oder eben nicht. Und hatten aber eben den Eindruck, dass in dem Text vor allen Dingen um diese Aspekte eben relevant sind,
die ja, sich irgendwie beziehen auf diese Reproduktion des Kapitals. Ja, ich glaube, soweit erstmal. Genau, also man kann da sozusagen sagen, was diese sozusagen schon feministisch-marxistische Kritik macht, ist den Blick auf die vergeschlechtlichte Arbeitsteilung zu werfen. Und das ist ja durchaus was, wo wir sagen, das ist notwendig zur Analyse. Überhaupt keine Frage. Aber, wie du jetzt gerade erst schon gesagt hast, die Frage, reicht das aus? Und in den, ja, schon in den 70er Jahren so gab es aus der feministischen Bewegung eben Feministinnen, die dann die Fragen zum Beispiel aufgeworfen haben und gesagt haben, naja, dieser marxistische Feminismus oder feministische Marxismus kann sagen, dass die Arbeitsteilung, dass es eben unbezahlte Reproduktionsarbeit gibt und die Lohnarbeit, dass es funktional ist für das Kapital. Aber diese Theorie kann nicht erklären, warum eigentlich es Frauen sind oder warum es nicht Männer sind, die bestimmte Tätigkeiten machen. Also wie kommt es eigentlich zustande, dass sozusagen ganz naturwüchsig auch bestimmte Menschen das sind, die diese Tätigkeiten übernehmen? Und warum also ist diese Arbeitsteilung überhaupt vergeschlechtlicht? Weil in dieser Theorie, die erstmal diese Arbeitsteilung in den Blick nimmt, ist das erstmal sozusagen gesetzt. Und dann könnte man natürlich auch noch weiterführend die Frage stellen, okay, wenn man dann auf Basis dieser feministisch-marxistischen oder marxistisch-feministischen Theorie feststellt, dass Frauen eigentlich davon betroffen sind, von so einer Überausbeutung, nämlich einerseits Lohnarbeiterin zu sein und dann noch zusätzlich diese ganze unbezahlte Arbeit auch noch zu machen. Warum um alles in der Welt machen Frauen überhaupt mit? Das ist zum Beispiel auch eine Frage, die halt diese Art von Theorie, die auf diese Arbeitsteilung den Fokus legt und damit sozusagen klassisch im Themenbereich der Kritik der politischen Ökonomie bleibt, nicht beantworten kann. Ja, dann hatten wir noch so ein zweites Stichwort, das du beim Wiederlesen so rausgezogen, ja, was wir wo man so ganz gut unsere Kritik Richtung, Stoßrichtung drunter subsumieren kann und zusammenfassen kann, das ist so Reduktionismus. Und damit meinten wir halt, okay, es werden eben ausschließlich Probleme und Konflikte behandelt in diesem Text, wie es jetzt gerade auch schon anklang, die halt ein bestimmtes Analyseraster, also damit halt erfassbar sind. Aber dieses Analyseraster, also nämlich das von Marx, also das ist eigentlich halt schon davor da. Also die Richtung ist quasi nicht zu gucken, was ist in der Wirklichkeit alles so da und wie können wir das verstehen, sondern eher so, wir haben ja schon unsere Theorie und was können wir mit der eigentlich, quasi wenn wir so die quasi mal so wie so ein großes Netz mal so durch die Wirklichkeit ziehen, was bleibt dann da hängen? Na ja, so Arbeitskonflikte zum Beispiel. Dann lass uns doch mal darüber reden. Also genau, und was bleibt aber, was kommt dann quasi nicht in dieses Netz? Also das ist vielleicht so ein Bild. Und genau, das bedeutet dann eben, ja, weil es eben schon so eine bestimmte Blickrichtung gibt und ein bestimmtes theoretisches, ja, System, mit dem man da an die Sachen rangeht, werden dann eben auch die Sachen in der Wirklichkeit gesehen, die dazu passen. Also eben Ausbeutung und dann eben Sachen, die auf die Sphäre von formalem Recht bezogen sind, rechtliche Gleichstellung, genau, Lohnkämpfe, eben ja, Erfahrungen, die in bestimmten Bereichen, Sphären ja, des sozialen Lebens gemacht werden. Und alle Momente, aber die jetzt nicht davon aufgehen, entgehen dann eben auch dieser Blickrichtung. Und zwar haben wir dann eben so schlaglichtartig ein paar Sachen genannt. Ja, also alles, was uns unter Alltagsleben, Freundschaften, Familie, aber auch so innere psychische Ereignisse, also sozusagen. Ja, die Ideale, die Leute von sich haben, wie wollen sie eigentlich sein, Selbstbilder, Wünsche, Ängste, Bedürfnisse, aber halt auch sowas wie so bestimmte kulturelle Bildwelten, die es halt so gibt, also jetzt in der Kunst, in Filmen, in Literatur und sowas, wo eben auch in Religion, in Philosophie und so dargestellt wird, was ist jetzt männlich und was ist weiblich zum Beispiel, was ist wertvoll, was ist nicht so wertvoll und so. Wie das da verknüpft wird in diesen kulturellen Systemen. Und das zum Beispiel ist auch schwierig, halt mit dem Kapital so zu erfassen. Ja, und natürlich halt auch alles rund um Sexualität und sexuelle Gewalt, was natürlich ein riesen feministisches Thema ist.
aber ja, halt da nicht so eine große Rolle gespielt hat. Und genau, und so eine Art Pointe, die wir dann eben machen wollten, ist, dass dieser Ansatz von der Antifa-Kritik und Klassenkampf zu sagen, ja, wir müssen eigentlich da ansetzen, bei unserem eigenen Leben und von da aus quasi eine politische Praxis finden von den Erfahrungen, die da gemacht werden und so. Und sie sagen eben, dass man nicht den Blick an sich selbst so vorbeirichten sollte in der linken Praxis, dass wir halt sagen, ja, also da, das ist so richtig, aber dieser Anspruch wird nicht eingelöst, weil halt genau bestimmte Aspekte von diesem gelebten Leben gar nicht auftauchen. So. Und eben sehr selektiv zur Sprache gebracht werden und dann eben auch nicht durchgearbeitet werden und auch nicht verändert werden können. Genau, und was ist das für ein Bereich? Also die Themen, die du jetzt genannt hast, sozusagen Beziehungen, Sexualität, Wünsche, Selbstbilder, Ich-Ideale, was ist das eigentlich? Und dieser Reduktionismus, wie wir das genannt haben, der schneidet einen ganzen Bereich ab, nämlich den Bereich des Privaten. Und dieser Bereich des Privaten ist aber eigentlich genau der oder ein sehr wichtiger, ja, man kann nicht schon sagen, hauptsächlich der, in dem eben patriarchale und androzentrische Unterdrückung stattfindet. Und das war eine Einsicht, die autonome Frauenbewegung der 70er Jahre und der Feminismus eben seit den 70er Jahren auch hatte. Und die haben also angefangen, durch die Artikulation ihrer Erfahrungen, die aus diesem Bereich der klassischen Politik rausgefallen ist, also als unpolitisch galt, den zu politisieren und das zu einem politischen Gegenstand zu machen. Und das bedeutet jetzt nicht nur sozusagen eine zahlenmäßige Ausweitung von Themen, also man kann auch darüber reden und da, auch da gibt es ein Thema, sondern was sozusagen der Springpunkt ist, was die damals gemacht haben und erkannt haben, ist, dass diese Politisierung des Privaten zugleich die bürgerliche Form des Politischen angreift. Also diese kapitalistische bürgerliche Gesellschaft beruht nämlich auf der Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit, wobei die Öffentlichkeit der Bereich ist, in dem das verhandelt wird, was scheinbar alle angeht, also was das Gemeinwohl ist, also das Wohl sozusagen der Gemeinschaft, des Gemeinen, in dem man lebt. Und das heißt, wenn man das nochmal überlegt, was das bedeutet, dann bedeutet das, dass diese ganzen Bereiche, die wir jetzt gerade genannt haben und als Bereich des Privaten nennen, dass die rausfallen aus dem, was scheinbar irgendwie alle angeht. Und dass die rausfallen aus der Thematisierung dessen, was eigentlich das Gemeinwohl ist. Und genau darin liegt und also lag sozusagen das Wegweisende des Feminismus und darin liegt, glaube ich, auch, würde ich sagen, auch heute noch so ein sprengendes Moment, dass es dann also darum geht, ein Strukturprinzip und eine Form dieser kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft anzugreifen und auch in Frage zu stellen. Damit kann man sagen, dass sozusagen, worauf diese Kritik zielt oder damals auch gezielt hat, war die Revolutionierung auch des Politischen und damit auch sozusagen eine radikale Neugestaltung des Alltagslebens und des ganzen Lebens der Menschen war da sozusagen anvisiert oder ist, wenn man es heute noch macht. Genau, und wir wollen da jetzt, weil ich jetzt nochmal schon auf die Frauenbewegung zu sprechen gekommen bin, ihr habt das ja auch schon gemerkt, das ist so ein bisschen die Folie, damit haben wir uns beschäftigt, daher kamen wir sozusagen in unserer Denkbewegung, auch nochmal auf ein Beispiel kommen, das ist so ein bisschen illustriert. Und das Beispiel ist so die Gründungsszene der autonomen Frauenbewegung in Westdeutschland. Und zwar hat die Filmemacherin Helke Sander, die war damals Mitglied des SDS, das war der Sozialistische Deutsche Studentenbund. Das war so einer der die wichtigste Organisation der außerparlamentarischen Linken damals. Und die Filmemacherin Helke Sander war da Mitglied und hat auf einem Delegiertentreffen im September 68 eine Rede gehalten. Und in der Rede bringt sie genau diese Abspaltung des Privaten in der Linken gut auf den Punkt. Und da haben wir jetzt ein kurzes Zitat. So kurz ist es gar nicht. Also das Zitat von Herrn Gesander von dieser Delegiertenkonferenz, hier vorgelesen aus einer sehr interessanten Broschüre, eigentlich sehr über das Thema Orgasmus-Schwierigkeiten und Revolution von Andrea Truman und Karl Rauschenbach, von so einem sozialistischen Jugendverband aus Deutschland,
Theorie und Ungeduld heißt das. Kann man im Internet bestellen. Daraus jetzt das Zitat von Helge Sander. Also, gegen die STS, gegen den STS. Also, Genossen, eure Veranstaltungen sind unerträglich. Ihr seid voll von Hemmungen, die ihr als Aggressionen gegen die Genossen auslassen müsst, die etwas Dummes sagen. Oder etwas, was ihr schon wisst. Die Aggressionen kommen nur teilweise aus politischen Einsichten in die Dummheit des anderen Lagers. Warum sagt ihr nicht endlich, dass ihr kaputt seid vom letzten Jahr, dass ihr nicht wisst, wie ihr den Stress länger ertragen könnt, euch in politischen Aktionen körperlich und geistig zu verausgaben, ohne damit einen Lustgewinn zu verbinden? Warum diskutiert ihr nicht, bevor ihr eure Kampagnen plant, darüber, wie man sie überhaupt ausführen soll? Warum kauft ihr euch denn alle den Wilhelm Reich? Warum sprecht ihr denn hier vom Klassenkampf und zu Hause von Erwachsenenschwierigkeiten? Ist es kein Thema für den SDS? Ja, soweit zum Privaten und dem Politischen und wie das so ein bisschen durcheinander geht. Genau, was sie da einfach eigentlich gefordert hat, also nicht sie alleine, die war da damals schon ein bisschen organisiert in dem Aktionsrat zur Befreiung der Frau, ist eigentlich eine Revolutionierung der Revolutionäre. Also, wenn man das jetzt auch nochmal drauf bezieht, sozusagen diese Frage von, die auch die Antifa-Kritik und Klassenkampf aufgeworfen hat, von den eigenen, von dem eigenen Leben auszugehen und deshalb die eigene Lohnarbeit und den Stress im Chef irgendwie zu thematisieren, dann hat der damals Helge Sander sozusagen nochmal gesagt, okay, das reicht nicht, also wir müssen das revolutionieren. Und das ist, glaube ich, das Wegweisende daran. Ja, und die Forderung von den Frauen, also nochmal um das historisch sozusagen abzuschließen, hat im SDS kein Gehör gefunden und der SDS war da sowieso schon am kaputt gehen und die Frauen haben sich dann autonom und unabhängig von den Männern angefangen zu organisieren und das war so der Beginn der autonomen Frauenbewegung in Westdeutschland. Und die Frage, die sich auch heute noch stellt daraus, ist also wie eine kommunistische, radikale Theorie und Politik die Vielzahl von diesen Problemfeldern und den ganzen Reichtum auch an Einsichten der autonomen Frauenbewegung und dieser Versuch dieser Sprengung dieses Strukturprinzips und dieser Formbestimmung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, wie wir das heute aufnehmen und weiterentwickeln und uns annehmen können und das weitertreiben können. Ja, jetzt als Abschluss oder vielleicht auch als Überleitung dann in die Diskussion, also eine Art Selbsthistorisierung nochmal von dem Text, also der ist eigentlich gar nicht so alt, 3 Jahre. Aber uns ist jetzt aufgefallen beim Lesen eben, dass eigentlich ganz schön viel passiert ist, so in der Diskussion und auch in der Praxis in den letzten 3 Jahren. Sowohl in dieser ganzen Frage von der Klassendiskussion, also inzwischen, ich weiß nicht, es war bestimmt in Österreich ähnlich, dass dieses Buch von dem DG Eribon, Rückkehr nach Reims, dass das also in Deutschland zumindest so eine riesige Feuilleton-Debatte ins Rollen gebracht hat über soziale Herkunft und dass Klassenfragen keine Rolle mehr spielen, dass die Arbeiterbewegung nichts mehr für die Arbeiter tut und so weiter. Also dann gleichzeitig in der linksradikalen Debatte ging es dann los, eben mit zahllosen Artikeln über neue Klassenpolitik. War vielleicht auch davor schon alles am Köcheln, aber auf jeden Fall ist das unserer Wahrnehmung nach jetzt dann eigentlich gerade so in dem Jahr und seither ziemlich in geworden eigentlich, das Klassenthema und auch im Feminismus ist ja eigentlich jetzt, manche sprechen ja von einer neuen dritten Welle des Feminismus, jetzt mit den Frauenstreiks und auch diesen Protesten gegen für das Abtreibungsrecht in Polen, was dann losging 2016, MeToo und so weiter. Es gab halt viele große globale Mobilisierungen eigentlich, die halt auch aufeinander Bezug genommen haben und so seit dem Herbst 2016. Und ja, genau, gerade eigentlich das mit dem Frauenstreik finden wir ganz interessant zu diskutieren, weil also wir eigentlich denken, dass da schon so ein gewisses Potenzial gibt, eigentlich diese Ebenen zusammenzubringen. Reden über Arbeitsverhältnisse, aber gleichzeitig auch so eine Art Durchkreuzung dieser Trennung von Privatem und Politischem. Und eben auch das Schaffen von so einer neuen Art der Öffentlichkeit für diese gelebten Erfahrungen. Den Gedanken haben wir übrigens von so Hamburger Genossinnen, die dazu so ein sehr interessantes Papier geschrieben haben. Dass sie da sozusagen, die haben da sehr viel mit diesem Begriff Erfahrung, Öffentlichkeit gearbeitet und ich hoffe, dass es irgendwann mal auch erscheint.
erscheint, was sehr, sehr kluge Analyse von diesem Frauenstress eigentlich ist. Ja, danke. Okay, ja, dann erstmal ganz, ganz lieben Dank für diesen spannenden Input. Vielleicht die alle, die sich gefragt haben, warum ich eigentlich hier vorne sitze, erkläre das kurz. Wie vorher schon kurz gesagt wurde, haben wir uns eben gedacht, okay, wir können zwar eben als organisierte, zusammen organisierte Genossinnen den ganzen Tag lang miteinander diskutieren, aber am Ende vom Tag müssen wir irgendwie alle zusammen handeln. Und haben uns eben gedacht, wir haben Lust, eben unsere Diskussionen, Fragen und auch Debatten, die sich in der Beschäftigung mit eurem Text bei uns ergeben haben, eben auch transparent zu machen. Und genau, das heißt, was ich jetzt machen werde, ist euch tatsächlich unsere Gedanken, Fragen und vielleicht auch teilweise Sachen, die wir nicht verstanden haben, in unserer Diskussion von dem Text mitzuteilen. Und ganz gespannt zu sein, was ihr darauf zu sagen habt. Vielleicht den ersten Punkt, der tatsächlich auch sehr viel mit Blick auf unsere Praxis oder auch und das, was wir machen wollen, beschäftigt hat, war, ihr habt ja jetzt zwar ab und zu auch mal, ist das Wort Sexualität zum Beispiel auch gefallen, auf was ihr eigentlich kaum eingegangen seid in dem Text, ist auch verschiedene Sexualitäten, verschiedene Formen des Begehrens, die ja gerade in, würde ich sagen, den queerfeministischen Kämpfen und Debatten ein sehr großer, eigentlich zentraler Punkt sind. Und ihr redet einmal, zitiere ich euch kurz, kritisiert ihr auch einmal eine, quasi, es klingt zumindest sehr kritisch, eine aggressiv behauptete Vielfalt der Geschlechter. Und was wir auf jeden Fall teilen, weil wir hatten schon das Gefühl, dass das ein bisschen darauf anspielt, ist eine Kritik an einer so reinen Identitätspolitik, die kulturalisiert, teilweise auch wieder essentialisiert und sich eigentlich, wo es eigentlich am Ende nur noch um den Streit oder sich nur noch auf den Streit um Repräsentation eigentlich beschränkt. Wir müssen aber trotzdem, also uns fällt aber trotzdem auf, dass auch über euren Text hinausgehend, wenn wir uns verschiedene aktuelle Beiträge, Aufrufe etc., die sich da rund um ein Plädoyer für einen neuen materialistischen Feminismus drehen, haben wir generell den Eindruck, dass da schon in einer gewissen Zweigeschlechtlichkeit eigentlich drin verharrt wird. Und deswegen auch die ganze Zeit eine Abgrenzung zu Queer-Feminismus eigentlich passiert. Und wir haben uns schon gefragt, so ist das nicht eigentlich, also ist das notwendig? Muss das so laufen? Uns ist da Andrea Truman auch nochmal eingefallen, die schon auch die Konstruktion des Weiblichen, also den Hass auf Frauen, aber eben auch auf zum Beispiel Homosexualität materialistisch erklärt. Also vielleicht nochmal für alle, so in zwei Sätzen, könnte man ihre These so zusammenfassen, dass in einer kapitalistisch-patriarchalen Gesellschaft das männlich-bürgerliche Subjekt alles verdrängt, was mit Kontrollverlust zu tun hat, und in diesem Zustand permanenter Zurichtung und Disziplinierung hasst es aber dann alles, was die so unterbewusste, eigentlich ersehnte Passivität, also die zugeschrieben wird und den Kontrollverlust, also hasst alles, worauf das projiziert wird. Das sind meinetwegen Frauen und aber eben auch queere Sexualität, Homosexualität. Daran anknüpfend ist uns auch, es waren ein paar Leute von uns, waren auf einem Kongress der TOP Berlin mit dem Titel Feminism is Class War, der vor kurzem nicht allzu langer Zeit veranstaltet wurde. Und dort gab es auch einen Slot, der sich eben so den Zusammenhang von queeren Lebensrealitäten, queeren Kämpfen und auch Klassenstandpunkten gewidmet hat. Und hier hat der vortragende Genosse anhand von verschiedenen historischen Beispielen, wie auch den Stonewall-Protesten, den gesellschaftlichen und staatlichen Umgang mit AIDS und darum auch organisierte Solidarität, dann auch der Ballroom-Kultur zum Beispiel, gezeigt, dass Sexualität und Identität sehr greifbare materielle Konsequenzen haben kann, die, wie wir uns gedacht haben, eigentlich innerhalb von einer materialistisch-feministischen Analyse und Kritik nicht vergessen werden sollten. Und es wurde auch darauf hingewiesen, dass sich zum Beispiel die traditionelle marxistische Linke von diesen Räumen und Kämpfen sehr schnell entsolidarisiert hat. Und deswegen jetzt so ein bisschen die Frage an euch, tatsächlich so vertieft, so, welche Rolle nimmt Zweigeschlechtlichkeit und Sexualität in eurer theoretischen Auseinandersetzung ein? Und fehlt es nicht vielleicht an theoretischen oder praktischen Ansätzen, queeres Leben und queere Kritik mit materialistischem Feminismus auf eine Art und Weise zusammenzudenken, die eben diesen gegenseitigen Bezug ermöglicht? Und was könnten da Perspektiven sein?
Dazu fallen mir so ein bisschen mehrere Sachen ein. Vielleicht erstmal würde ich kurz auf das Zitat, das du angeführt hast von aus unserem Text, vom Beginn unseres Textes ist das, da vielleicht nochmal sagen, ja, das ist ein bisschen so eine polemische Zuspitzung, würde ich sagen. Und wir haben das dann nicht weiter ausgeführt und der, ja, für, durchaus würde ich auch zugeben, die verkürzte Polemik war sozusagen dagegen, dass man, oder was ich jetzt sozusagen heute auch noch dazu schreiben würde oder was man dazu schreiben könnte, wäre sozusagen, was du auch schon angedeutet hast, diese Geschichte so ein bisschen von Queer, also dass die ja eigentlich erstmal aus so einer Kritik der Identität oder Identitätspolitik kam und ja aufgetreten ist und hat Momente aufgenommen von der Gay and Lesbian Liberation aus den, ja, den 60er Jahren schon, wo es ja um die Befreiung der Sexualität ja, ging. Und die da diesen starken Fokus darauf hatten, dass die Herstellung von der Geschlechtsidentität ja eigentlich ein totaler Zwang ist. Also, und dass dann im Verlauf der Bewegungsgeschichte es eben dazu kam, dass diese Identitätspolitik eine wurde, die, ja, die eben darauf zielte, dann eben Anerkennung zu bekommen, auch im Rechtsstaat Anerkennung zu bekommen für Identitäten. Und dann queer ja aufgetreten ist, um sozusagen diese alten Impulse sozusagen wieder aufzunehmen und diese Identitätskritik zu kritisieren. Und warum wir da so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen polemisch und auch sehr kurz und auch verkürzt waren, war dann, dass wir an manchen Stellen den Eindruck eben haben, dass es heute queer manchmal den Hang dazu hat, wieder so eine Identität zu werden. Also dass es sozusagen da so bezogen bleibt auf so eine Identitätspolitik. Das ist aber, glaube ich, nicht nur der Queer-Bewegung vorzuwerfen, sondern der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, die auch den Feminismus betrifft, seit den 90er Jahren, dass es da eine massive Individualisierung dieser Kämpfe gab. Und das, also man kann das, glaube ich, so parallel sehen, auch ein bisschen, dass es im Feminismus ja auch diesen Feminismus der Alpha-Mädchen, was weiß ich, wie das heißt, irgendwie seit den 90ern dann so gab, wo eigentlich so eine, ja, so eine selbstbewusste Selbstbehauptung plötzlich dann als Feminismus galt. Und ich glaube, diese Individualisierung ist aber eine, die man so beobachten kann, auch teilweise in dieser, teilweise eben in so einer Verwendung von so einer Behauptung von dieser Vielfalt. Deshalb haben wir sozusagen da so ein bisschen diese aggressive Behauptung von Vielfalt da so polemisch zugespitzt. Und was da, der Gedanke dahinter war eben, war, naja, diese Rede von der Vielfalt in unserer Gesellschaft funktioniert sehr oft so, dass so getan wird, als könnte man einfach individuell sich irgendwie sowas, ja, sich das zu wählen, wie man das halt möchte und man kann jetzt irgendwie sexuell so leben oder so und dadurch eigentlich das, was an gesellschaftlicher Struktur das verhindert und verunmöglicht, eigentlich gar nicht mehr sichtbar wird. Und also was wir da im Blick haben, ist eigentlich eher so eine liberale Aneignung dessen, was da, also sozusagen diese liberale Aneignung von diesem Tropos der Vielheit, was eingehegt wird wieder dann in so eine Vielfalt von verschiedenen Identitäten, dass man sie so einfach so leben könnte. Und ich würde dir aber da recht geben, dass der Text das Sexualität, das Sexualitätsthema nicht ausführt und dass, es auch, dass man das tun müsste. Also das ist ja sozusagen auch so die thesenhafte Forderung, wie wir dann sagen, man muss darüber reden, aber wir tun es dann selber nicht, also in dem Text. Und deshalb würde ich sagen, das stimmt. Und ich finde, dass ja, das, was eben Queer da als Impuls gesetzt hat, nämlich den Finger darauf zu legen, dass diese Befreiung der Sexualität eine ist, die auch nicht nur die eine Gruppe von Menschen irgendwie angeht, sondern eigentlich eine Sache ist, die eigentlich alle angeht. Und dann nochmal die Frage stellt, okay, wie um alles in der Welt wird man eigentlich heterosexuell und wie viel Zwang und wie viel Selbstkontrolle, Disziplinierung und Gewalt, dass eigentlich das der Einzelne sich antun muss, um so ein heterosexuelles Subjekt zu werden. Das ist sozusagen dieser Stachel, der halt Queer mal bedeutet und ich würde auch sagen, in Subkulturen auch immer noch bedeutet, aber es gibt sozusagen gleichzeitig diesen Versuch dieser Einhegung und diesen Stachelabbrechen durch diese liberale Rede über Vielfalt, aber diesen Stachel sozusagen da wieder so reinzuholen, da würde ich sagen, da würde ich dir recht geben, dass man das tun muss. Und ich finde auch das Zitat von der Andrea Thumann irgendwie eigentlich ganz, ganz treffend. Bist du? Ja, ich würde auch was sagen. Ja, also auch nochmal zu dem vielleicht theoretischen und materialistischer Feminismus, wie könnte das zusammengehen mit diesen Queer-Anliegen sozusagen. Also ich fand da eigentlich, genau, also wir haben ja viel so historisches Zeug halt gelesen und da fand ich
ist ganz interessant, dass also in den 70ern halt mehrere so Ansätze eigentlich gab von so Leuten, die sehr ja, mit Marx und Freud und so zum Beispiel zusammengearbeitet haben und dann halt eigentlich auch zu so einer Position kommen, die man als queer bezeichnen könnte, also wo es halt eigentlich um eine Auflösung halt der Geschlechterrollen und sowas geht und eigentlich um eine Art Auflösung der Norm der Zweigeschlechtlichkeit hat mit den Mitteln. Und die gehen also zum Beispiel, ich denke an Julian Firestone, der ein Buch von 1970, ich glaube, Frauenbewegung, Sexuelle Revolution, ich weiß nicht mehr genau. Also von 1970 auf jeden Fall, das fand ich ein super eindrucksvolles Buch. Und da zeigt sie halt so, okay, welche Rolle hat eigentlich die Kleinfamilie, die heterosexuelle Kleinfamilie im Kapitalismus? Wie wird in der Kleinfamilie Zweigeschlechtlichkeit und männliche Vorherrschaft produziert? Und was ist so ein Programm für einen radikalen Feminismus? Nämlich halt Auflösung halt der Familie, eine ganz neue, also wirklich eine Attacke auf die Familie, als bürgerliche Kleinfamilie, eine ganz neue Gestaltung von Produktion, Reproduktion und halt auch von dann eben Gebären. Also sie will das halt sehr stark technisch lösen. Und dann eben ganz neue also Sorgebeziehungen und so weiter, die sich halt völlig eigentlich lösen von dieser biologischen, Akt der biologischen Zeugung oder sowas und des Gebärens. Und dann sagt sie halt, okay, und wenn wir diese Verhältnisse hätten und dann würden halt Kinder leben in diesen Verhältnissen, dann würden die halt auch nicht sozusagen diese, irgendwie in irgendeiner Art und Weise Geschlechtlichkeit halt hinein sozialisiert werden. Aber was ich halt daran stark finde, ist eben genau, dass es eben nicht, wie Katharina jetzt schon gesagt hat, dass es nicht als eine individuelle Frage oder so behandelt wird, sondern eigentlich eben als eine Frage der gesellschaftlichen Strukturaufbaus, wo man halt sagt, ja, Kapitalismus und die Familie, das sind halt Institutionen, die müssen wir halt eigentlich angreifen, wenn wir uns befreien wollen von diesen geschlechtlichen Rollen. Aber ich finde halt auch, das ist natürlich auch wieder, also könnte man natürlich auch wieder sagen, ja, das ist halt recht abstrakt, okay, also wird man so vertröstet auf jetzt das Ende des Kapitalismus und das Ende der Familie oder so. Also natürlich, das ist halt vielleicht ein bisschen der Nachteil daran, aber ich finde halt, ich finde an sich halt so quasi ein sehr materialistisches Vorgehen, halt wirklich zu gucken, was sind die Situationen, die halt das Leben prägen. Ne? Und sie scheut sich halt auch nicht davor, wirklich viel über das, also über ja, eben die Gebärfähigkeit zu sprechen. Und sozusagen zu sagen, ja, also darüber müssen wir eigentlich halt auch reden. Also wir können halt nicht das irgendwie auflösen, ohne halt an diese Fragen auch zu gehen und so. Und ja, mit der aggressiven Vielfalt, ja, ich habe auch sagen, also Vielfalt ist ja das Tragische. Also das ist halt so einfach ein ganz beliebte, also durch diese Modernisierung des Kapitalismus, des flexibilisierten Kapitalismus, ist ja Vielfalt eigentlich gibt's eine Tugend geworden, ist ein Wert geworden, den eigentlich viele kapitalistische Konzerne, die halt die ganze Zeit Leute ausbeuten, sich sozusagen so anheften als eben ihr positives Image. Und ich glaube, das war halt so ein bisschen, was wir da angerissen haben, diesem Panorama, wie sehen wir jetzt eigentlich die Gesellschaft oder so, was wir halt gesagt haben, also eigentlich leben wir halt in einer Gesellschaft, in der halt die halt krass zynisch ist, die halt krass die Leute halt fertig macht und die halt trotzdem sozusagen in ihre eigene Selbstdarstellung halt jetzt so Werte aufnimmt halt von so einer Vielfalt, wie sie halt von solchen radikalen Bewegungen halt geprägt wurden, die halt eigentlich enteignet und sich halt nutzbar macht für ihr gutes Image und so. Und das fanden wir halt einfach eigentlich zynisch, aber ich glaube, wir haben nichts gegen Vielfalt und eine Kritik der Zweigeschlechtlichkeit und so weiter, sondern eigentlich eher so eine Art heruntergekommenes Werbe-Image davon oder so. Das war eigentlich das, was wir so ausstellen wollten. Ja, danke schön. Also da tut sich natürlich auch gleich immer noch so ganz viel auf. Aber damit wir auch alle zusammen diskutieren können, würde ich jetzt gleich direkt weitergehen und dazu jetzt nichts mehr sagen oder fragen. Genau, und ein anderer Punkt, über den wir, wo wir viel gekreist sind in unseren Diskussionen, war schon nochmal, also dass wir nochmal irgendwie jetzt auch gerade von eurem Beitrag nochmal gehört haben, so von der Produktion, Reproduktion, die getrennt und zugeteilt wird. Und ihr kritisiert eben den halbierten Blick des traditionellen Marxismus und dessen Fortsetzung und Plädoyers auch in der neuen Klassenpolitik. Aber was wir uns auch gefragt haben, auch welchen Blick, ne, um irgendwie bei dieser, bei diesem Wort zu bleiben, brauchen wir auf Kolonialismus und Rassismus? Weil wir uns auch nochmal überlegt haben, okay, es ist ja dann doch so, dass
dass zum Beispiel viele ja, Frauen, auch jetzt hier so der Gesellschaft, in der hier in Österreich leben, dann doch auch die Mittel haben, gewisse Reproduktions- und Care-Arbeit zu kaufen. Und dadurch wird es dann ausgelagert, ganz oft eben an MigrantInnen, und dass sich dadurch quasi auch so eine Fürsorgekrise dann in die Herkunftsländer der MigrantInnen verlagert und es auch zu eben so transnationalen Betreuungsketten kommt, an deren Ende diese Fürsorgekrise globalisiert wird und die prekären Lebensbedingungen von Frauen und Kindern in Osteuropa zum Beispiel oder im globalen Süden weiter verschärft werden. Und ich würde sagen, so passt das, so fällt das in eure Kritik mit rein? Oder muss man hier vielleicht von einem nochmal geteilten Blick und auch Kämpfe gegeneinander innerhalb von feministischen Kämpfen sprechen, die mit einer ganz ähnlichen Kritik, wie ihr sie formuliert habt, eigentlich auch bearbeitet werden muss? Ja, also du hast jetzt ja das Bild auch schon mit diesem Blick und wie viel halbiert oder wie vergiftet oder so der ist. Und ja, also es stimmt, wir haben darüber das jetzt erstmal in dem Text dann nicht ausgeführt. Und was du ja ansprichst, ist sozusagen inwiefern, und ich denke, was wir in dem Text nicht tun, würde ich sagen, ist ja jetzt nochmal über diese Frage so richtig zu schreiben, wer wäre dann ein Subjekt der Kämpfe. Also wir bleiben ja sozusagen so ein bisschen auf diesem, okay, wir werfen mal so Fragen auf, wir haben uns an einem anderen Text abgearbeitet, und das ist natürlich einerseits sehr dankbar, weil man hat immer so eine Vorlage, wo man sagt, nein, ich hab das vergessen. Und dann bleibt man da so ein bisschen und muss dann selber ein paar Sachen nicht ausführen, weil man bleibt ja immer an Text dran und so. Und ihr macht das sozusagen so weiter und sagt, also das sitzen wir hier und diskutieren. Ja, also das kommen wir ja weiter. Was ich sagen wollte, ist, dass das ja die Frage stellt, inwiefern sozusagen, wenn man jetzt sagt, die geschlechtliche Arbeitsteilung teilt, da gibt es eine die Frauen sind sozusagen qua nur so Halbsubjekt sein, die bestimmte abgewertete Tätigkeiten machen müssen, inwiefern die dann wiederum sich mittlerweile eben auch eine in sich sozusagen gespalten sind. Also was du halt ansprichst mit diesen Care Chains. Also die dann wieder, weil sie jetzt lohnabhängige Frauen sind hier, können die von ihrem Lohn Geld abzwacken, um dann wieder eine andere Frau anzustellen, die Tätigkeiten macht für weniger Geld, die wiederum dann bei sich zu Hause eine Kette von unbezahlter Reproduktionstätigkeit nach sich zieht, von der Großmutter und der Nachbarin, die dann irgendwie auch die Kinder dort vor Ort irgendwie gucken. Und also ich kann dir da ja eigentlich nur sagen, es stimmt, also wir behandeln das nicht in dem Text, und ich denke, dass es da aber auch ganz gute Kritiken dazu schon gibt. Und mir ist dann, also sozusagen erledigt, darüber zu sprechen, gar nicht. Mir ist jetzt gerade auch noch eine Sache eingefallen, weil du jetzt auch Rassismus nochmal gesagt hast, und das war dann auch wiederum die Frage, die wir aufwerfen, darüber ja man auch wieder reden könnte, geht das eigentlich auf dann wieder in der Frage von Care Chains, oder ist da wieder auch was wiederum in dieser Arbeitsteilung nicht nur aufgeht? Und wir hatten zum Beispiel in der Translit vor ein paar Wochen einen Vortrag von einem Frankfurter Genosse, Dennis Schnittler, der über Rassismus gesprochen hat, und der hat zum Beispiel da auch wieder die Psychoanalyse rangezogen und hat eben darüber gesprochen, welche Projektionen eigentlich auf diese sozusagen schwarzen Körper da geworfen werden. Also von der Mann, der dann da eben als so total viril und fantasiert wird. Und was ist das eigentlich, wie wird man eigentlich als Subjekt so, was man da von sich abspalten muss und dann auf diese scheinbar anderen, die zu den anderen gemacht werden, dann projizieren kann. Also worauf ich raus will, ist sozusagen, um sozusagen unseren Aufschlag von welche Fragen stellen wir, dann da jetzt sozusagen auch nochmal zu versuchen weiterzutreiben und zu sagen, ja genau, was du gesagt hast, die Arbeitsteilung, und dann aber auch, was geht aber in der Arbeitsteilung mit dem Blick dann vielleicht auch nicht auf, und wo müsste man dann nochmal weiterschreiben, und klar, muss man weiterschreiben. Ja, danke mal wieder, ich notiere mir auch ganz fleißig die ganzen Tipps, wo man auch noch weiterlesen und weiter diskutieren kann. Ja, der nächste Punkt, das wäre, glaube ich, auch so von den großen Sachen, die wir gesagt haben, die wollen wir hier in den Raum tragen. Auch der vorletzte hat vielleicht das Potenzial, ein bisschen disharmonischer zu werden. Ich zitiere tatsächlich jetzt einmal, und das ist jetzt keine Sorge für die, die den Text nicht gelesen haben, der steht ganz gut für sich. Ich zitiere jetzt einen ganzen Absatz von euch, und dann habe ich dazu tatsächlich sehr viele Fragen. Ich lese langsam, damit ihr folgen könnt.
Den Klassenkampfbegriff zu einer Blackbox zu machen, in die alle Kämpfe hineingeworfen werden, führt nicht gerade dazu, den klassenspalterischen Effekt des Geschlechtsverhältnisses erkennbar zu machen. Erst vor wenigen Wochen haben die aufs Kölner Pflaster geworfenen Überflussproletarier mannhaft bewiesen, dass es trotz aller Deklassierung dem Mann immer möglich ist, den Hass und die eigene Ohnmacht mit Gewalt an Frauen auszulassen und sie zu erniedrigen. Wer sich vom System gefickt fühlt, fickt Frauen, um in einem autoritär-mythischen Akt die eigene Ohnmachtserfahrung an denen auszuagieren, die in der gesellschaftlichen Hierarchie unten stehen. Auf keinen Fall darf man sich selbst passiv lustvoll ficken lassen. Noch die Rhetorik vieler Linker strotzt nur so vor diesen Effekten, fuck the system. So, hier haben wir ganz lange diskutiert. Für uns nämlich, also ich erkläre es einfach mal, für uns liest sich der Absatz so, als wäre eben Gewalt gegen Frauen vor allem ein Problem der zum Beispiel Arbeiterinnenklasse bzw. der Abgehängten und Ausgegrenzten. Wir würden jetzt mal sagen, das ist zu eng. Also das ist allein schon, ich glaube, jede Person, die sich mit Gewalt von Frauen auseinandersetzt, vielleicht auch im Bereich in Beratung oder so arbeitet, weiß, das zieht sich durch alle Klassen und Schichten. Und genau, und sehen das irgendwie so ein bisschen als einen Versuch, also auch da das halt so sehr, sagen wir mal, sehr geradlinig von kapitalistischen Verhältnissen abzuleiten. Wir haben auch diesen Standpunkt, aber muss man sagen, auch nicht nur bei euch gefunden, sondern auch teilweise zum Beispiel in anderen Texten im Sammelband Feministisch Streiten, wo das auch so sehr eng nebeneinander gesetzt wird. Und wir würden natürlich zustimmen, dass sich also männliche Verunsicherung und Kränkung ganz oft strukturell an Gewalt gegen Frauen umschlägt, aber finden es hier an der Stelle halt so ein bisschen so sehr kurz gegriffen. Und was wir gar nicht verstanden haben tatsächlich, wie ihr da hier dazu kommt, gerade Köln, also vielleicht noch ganz aus Kontext, muss ich irgendwem erklären, was die Debatte um Köln war oder was in Köln passiert ist. Was soll ich jetzt kurz machen? Also das ist halt in der Kölner Silvesternacht quasi gab es sehr, sehr, sehr viele Übergriffe von Leuten, die genau, also Migrantinnen oder genau, waren die, was danach dann in der Debatte ganz, ganz, ganz stark rassistisch aufgeladen wurde und wo es dann tatsächlich auch aus feministischer Seite sehr viel, würde ich sagen, so Reclaim-Kämpfe gab, um zu sagen, so nein, das ist nicht unser, das ist nicht der feministische Kampf, also so auf so eine Art und Weise, genau, auch so rassistisch adressiert, wie wir ihn führen wollen. Aber die Frage, die wir, genau, die wir da in Kombination mit eurer Analyse, die ihr vorher auch kurz zeigt, die bestand für uns, klingt es so ein bisschen so, als steht da, dass am Ende Migranten und Geflüchtete, die ja tatsächlich in unserer Gesellschaft auch so strukturell oft deklassiert sind, abgehängt sind, ausgegrenzt sind, dann am Ende tatsächlich auch die größere Gefahr für Frauen darstellen. Und das finden wir, glaube ich, ein schwieriges Ende vom Satz tatsächlich. Genau, und da wollen wir euch fragen, so wie kam es, also was, ob ihr das noch ein bisschen mehr erklären könnt, welche Rolle spielt, also warum Köln, warum, es gäbe ja schon ganz, 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 ganz viele andere auch Beispiele, um Gewalt gegen Frauen zu verorten und genau, und zu diskutieren. Genau, das gebe ich jetzt mal weiter. Ja, also erstmal ganz kurz dazu, also wie schon gesagt, wir haben diesen Text erst geschrieben, eben in diesem Frühjahr 2016 und genau, da war halt in Österreich wahrscheinlich, also in Deutschland noch mehr wahrscheinlich, halt diese Debatte um Köln halt sehr groß und wie du schon gesagt hast, gab es dann halt diese rassistische und auch stark so kulturalistische Aufladung, ja, also das sind jetzt halt diese Männer, ja, gab es ja, also Sexmob und so weiter aus halt Arabien und so und also diese ganzen Bilder, wo halt dann auch das verknüpft wurde mit dem Islam und dem islamischen Patriarchat und ja, uns ging es halt eigentlich schon darum erstmal, na gut, und wir hatten halt den Eindruck, okay, da gibt es jetzt zwei, es ist ein schmaler Grat, das zu thematisieren und vielleicht sind wir auch irgendwie auf eine Seite abgestürzt, aber also wir hatten halt den Eindruck, okay, also man kann es jetzt halt so thematisieren, dass man halt sagt, okay, Rassismus, das ist ein rassistischer Diskurs und das war es ja auch und deshalb ist es quasi so vermint, dass man da jetzt nicht reingehen sollte. Oder halt die Alternative so, vielleicht eher so radikal-feministisch, also hey, das ist Gewalt gegen Frauen, das spielt halt vielleicht entweder gar keine Rolle, ja, was
und Männer besetzt sind oder so, oder halt dann eben so rechts aufgeladen. Das ist, weil die aus einer anderen Kultur kommen und diese Kultur ist frauenfeindlich, unsere Kultur ist nicht frauenfeindlich und wir müssen unsere Frauen schützen vor diesen Frauenfeindlichen oder so aus dieser fremden Kultur. Und wir wollten halt eigentlich das sozusagen aufgreifen und quasi aggressiv über das Thema Männlichkeit und Männlichkeit, Gewalt, Krise des männlichen Subjekts und sozusagen Gewalt, Erniedrigung von Frauen, das darüber sozusagen aufziehen. Also so eine Art Versuch von so einem Framing sozusagen, das halt auskommt ohne in Bezug auf Kultur, Islam, Migration und so weiter. Und versucht hat das eben über dieses Zusammenspiel von Klasse und Männlichkeit eigentlich aufzuziehen. Und dann würde ich dir halt recht geben, es ist schlecht, wenn das so gelesen wird, aber vielleicht haben wir es quasi auch nicht genug, nicht richtig gebaut sozusagen, um diesen Eindruck halt zu verhindern, dass es halt um irgendwie jetzt, so ein Unterschichten-Blaming oder sowas halt geht, dass da sozusagen die wilde, ungebändigte Männlichkeit, die Ruhe ist, die Ruhe, dann die Frauen geschlagen werden oder sowas. Also das würde ich halt auch sagen, nee, also das wäre halt auch verfehlt und das wollen wir eigentlich nicht damit sagen. Vielleicht erstmal so viel. Ja, also ich würde dir da auch recht geben. Also ich würde da auch sagen, ja gut, dann ist das wohl so, dass wir hätten in dem Text nochmal Gewalt, auch nochmal, was ja auch wirklich nur an dieser Stelle vorkommt, was auch andere Genossinnen dann auch schon kritisiert haben und gesagt haben, naja, Gewalt ist ziemlich zentral, so, das kommt da so ein bisschen wenig vor. Also das müsste noch größer sein. Und das stimmt, also der Zusammenhang ist ja hauptsächlich Gewalt und Macht. Also das ist ja eigentlich, also diese und sozusagen in machtvollen hierarchischen Strukturen, in denen Männer oft die, oder fast immer eigentlich dann diese oberen Positionen und machtvollen Positionen innehaben, da passieren ja eigentlich auch so diese alltäglichen Gewaltsituationen. Und da würde ich dir auch einfach sagen, ja gut, das, also da hat man dann vielleicht auch einfach nicht mehr so diesen Blick, und das müsste sozusagen noch ergänzt werden. Und sonst würde ich dir auch recht geben. Also unser Point war sozusagen zu sagen, es waren Männer. Und das war so ein bisschen der Einsatz. Und wir hatten interessanterweise dann auch genau darüber Diskussionen. Also da mussten wir nämlich plötzlich dann, da kam nämlich genau dazu diese Diskussion. Ja, kann man das sagen? Kann man so allgemein mal einfach so sagen, okay, mit Männlichkeit gibt es ein Problem. So, und dann das war eigentlich so ein bisschen auch das, was wir so ein bisschen provozieren wollten. Also dass man halt wir haben da auch mit Genossen diskutiert, die dann gesagt haben, ja, da muss man irgendwie, plötzlich musste man da so ganz differenzieren. Und ich meine, das ist ein recht polemischer Text, ziemlich spitze. Und unsere Diskussion war sozusagen dann eine ganz andere, als ihr das jetzt gelesen habt, was ich auch, offensichtlich, weil wir dann eben plötzlich dann uns verteidigen mussten, wie wir jetzt einfach so plötzlich so sagen können, dass wir da einfach schreiben, ja, das waren halt Männer. So. Ja, also ich würde noch eine Sache ergänzen, also eigentlich vielleicht nochmal um deutlich zu machen, warum halt an dieser Stelle halt jetzt von so einer vielleicht proletarisch, subproletarischen Männlichkeit halt gesprochen wird, die dann halt die Täter stellt und nicht von einer anderen. Und da finde ich auch nochmal den Punkt von Katharina halt sehr gut, also sozusagen, naja, das ist halt so quasi Systeme sind, Machtsysteme in Institutionen, keine Ahnung, jetzt im Medienbetrieb oder sonst wo, die ganze MeToo-Kampagne hat es ja eigentlich immer gezeigt, dass halt also auch Chefs, also männliche Chefs halt zum Beispiel strukturelle Machtpositionen haben, die es ermöglichen halt ihre Leute, die von ihnen abhängig sind, auch materiell halt, die zu missbrauchen, also Frauen oder auch Männer. Und insofern könnte man das Thema eigentlich halt ganz anders aufziehen, halt auch quasi von oben sozusagen schauen, also wie sind hierarchische Institutionen aufgebaut und was für Gelegenheitsstrukturen schaffen die halt sozusagen für Missbrauch, Professoren, was weiß ich, alles Mögliche kann man da halt anführen. Man muss, glaube ich, nochmal auch sagen, warum, also gegen, oder wer ist sozusagen unser Dialogpartner da in dem Text? Und das ist ja sozusagen ein Text, der halt ganz stark eigentlich versucht, eben über dieses Motto gemeinsame Probleme haben, eigentlich eine Einheit von Unabhängigen herzustellen, die eigentlich erstmal geschlechtsblind ist und halt genau diese Konflikte zwischen Proletarisierten und auch diese geschlechtlichen Konflikte zwischen Proletarisierten dass die eigentlich nicht so ein großes Thema spielen. Das war ja das, was wir vorhin angesprochen haben mit diesem, okay, der Gegner ist quasi der Arbeitgeber in der Care-Branche oder so. Der Gegner ist nicht der Mann
mit dem ich hier konkret gerade zusammensitze oder so, ne? Oder lebe. Und das war uns eigentlich halt wichtig, also um diese Spaltungslinie sozusagen innerhalb dieses Subjekts, das da aufgemacht wird, halt stark zu machen. Ich glaube, deshalb haben wir jetzt halt quasi gerade auch einen voltairischen Täter sozusagen genommen und den halt vorgezeigt. Aber ich würde halt schon sagen, ja, wir haben halt nicht, vielleicht ist es zu naiv, einfach in so einen rassistischen Diskurs halt so reinzusprechen und einfach zwar selber nur zu sagen, hey, das sind irgendwie voltairische Männer und wir markieren die überhaupt nicht irgendwie jetzt nochmal so extra als irgendwie Moslems oder so. Aber vielleicht muss man das halt quasi eine Art negative Markierung machen oder so, oder das irgendwie nochmal, ja, irgendwie noch klüger quasi mit dem Diskurs umgehen, um da halt nicht das zu stärken, also dieses Zerrbild halt, dass sexuelle Gewalt ein importiertes Problem ist oder sowas. Also das finde ich halt, natürlich ist es halt ultra falsch. Ja. Und da irgendwie wollten wir dem natürlich nicht zuarbeiten, aber ja, wäre vielleicht die Frage, wie man das sozusagen strategisch, so ein Text, dann eher so Formulierungen, also das Thema eben nicht einfach, weil es zu heiß ist, fallen lässt, sondern irgendwie dazu was sagt, was das auch noch vielleicht auch mehr auflöst, als wir es getan haben oder so. Ja, dann an dieser Stelle auch nochmal kurz zwischendurch so, danke, dass ihr euch auch so mehr oder weniger auch doch sehr spontan, also es war jetzt nicht von Anfang ganz, ganz von euch so vorbereitet quasi klar, was ich euch hier so frage, also dass ihr euch dem so stellt. Ich würde jetzt gerne abschließen und dann tatsächlich auch, weil es haben sich bestimmt, ich kann mir vorstellen, dass sich auch gerade schon viele Gedanken und Fragen auch im Raum aufgetan haben und würde gerne dann jetzt nach diesem letzten Punkt oder auch so übergehend die Diskussion gerne öffnen und würde jetzt gerne tatsächlich zur Praxis. Weil, genau, also ich glaube, es ist tatsächlich, wenn wir jetzt hier, ne, teilweise jetzt auch ein bisschen auch theoretisch und analytisch über Geschlechterverhältnisse, Patriarchat, Kapitalismus reden, ist, glaube ich, eine der Sachen oder Bewegungen, die man, oder genau, ich sage Mobilisierungen, um die man natürlich gerade dann nicht drum herum kommt, auch nicht drum herum kommen sollte, der sogenannte Frauenstreik. Nun ist es ja so, dass zum Beispiel, dass es eben auch was war, was uns gerade in unseren Überlegungen wie machen wir gerade unsere Praxis, wie machen wir weiter, was macht Sinn, das natürlich auch sehr viel beschäftigt hat, auch mit Blick auf was international passiert. Vielleicht ganz kurz auch so Info für euch, das, also auch so ein bisschen oder auch um das so ein bisschen zu kontextualisieren. Also in Wien gibt es tatsächlich jetzt bis dato zumindest nicht sichtbar so eine Art wirklich großes, breites Frauenstreikbündnis, wie das es in vielen anderen Städten gibt. Das ist was genau auf jeden Fall auf den Weg gebracht wird. Es gab auch schon eine Veranstaltung dazu und ich glaube auch, genau, da wurde schon weiter diskutiert. Und das ist auch was, wo wir als Blatt und Radikale Linke schon uns selber auch gesagt haben, da wollen wir rein, da wollen wir mitmachen, das finden wir spannend. Aber auch da tun sich natürlich viele Fragen auf. Zum einen natürlich gewisse Organisierungsfragen, also wie schafft man das, dass man nicht wieder so ein Event dann hat, was man bespielt, also wieder, man geht halt am 8. März, organisiert man halt eine Demo und das heißt dann halt Streik, aber also welche von so Organisierungen und auch Umdenkungen, wen erreiche ich, wie, mit wem organisiere ich mich, warum und wie, da auch umzudenken. Und wir würden tatsächlich, was ist die Frage, einfach bei Gelegenheit auch so mit euch kurz reden, die Fragen eigentlich in dem Fall als Plural, die ich euch gerne stellen würde, wäre einmal, was haltet ihr denn zum Beispiel von diesem Slogan, der auch ganz vielen Transparenten von dem ganzen Bündnis geprangt ist vor kurzem, Feminism is Class War, also wo man schon noch das Gefühl hat, da wird gerade auch so ein bisschen ein vielleicht so ein neues, revolutionäres Subjekt, in dem Fall eben, genau, auch ausgemacht Frauen, wird da adressiert, wird da probiert auch zu finden, so, genau, was sagt ihr dazu? Dann, was natürlich auch total spannend wäre, auch gemeinsam jetzt für die Diskussion, aber auch als Frage an euch, wie steht ihr oder wie geht ihr um mit diesen doch sehr umkämpften Begrifflichkeiten da drin? Also wie nennt man das? Ist das ein Frauenstreik? Also auch ein bisschen an den ersten Diskussionspunkt angeknüpft. Ist das ein feministischer Streik? Wen schließt das ein? Wer wird da adressiert? Genau, und dann natürlich auch die Frage so, was für ein Potenzial hat das? Also können feministische Kämpfe quasi auch eine revolutionäre Kraft innerhalb des Kapitalismus entfalten? Also jetzt oder nochmal einfacher gesagt,
wenn, es heißt, dieser Streik, wenn er immer größer wird und sehr praktisch wird, bringt er am Ende den Kapitalismus zu Fall? Oder kann der Kapitalismus vielleicht auch ganz easy ohne das patriarchale Geschlechterverhältnis weiter bestehen? Also, was ist so, ich kann mir das ein bisschen vorstellen, was auch eine Antwort sein wird, aber mit diesen Fragen, und würde ich jetzt mal vorschlagen, jetzt erstmal an euch weitergeben, aber dann gar nicht nochmal extra was sagen, sondern gerne mit euch auch gleich die Diskussion öffnen und natürlich auch zu dem vorher Gesagten, also ganz einfach jetzt bunt gemischt und konstruktiv und in die Diskussion starten. Genau, Dankeschön. Ich kann es versuchen. Ja, das waren ja total viele Fragen. Ja, ich finde das Thema total gut und auch wichtig, auch darüber mit euch zu diskutieren. Auch ein bisschen, weil wir uns jetzt nicht für einen Text verteidigen müssen, sondern einfach gemeinsam diskutieren können. Vielleicht als erstes mal kurz zu. Jetzt muss ich kurz überlegen, womit ich anfange. Du kannst auch nochmal spicken, wenn du möchtest. Oder so. Vielleicht. Ja, vielleicht erstmal ganz kurz zu dem, was Max ganz kurz am Anfang schon mal erwähnt hatte. Und zwar war eine Genossin von uns, Charlotte Moos, die auch den Text geschrieben hat, wie du vorhin kurz erwähnt hast, war in Hamburg bei einem Treffen und da waren Genossinnen wieder aus Hamburg, die da ein Papier geschrieben haben zu ihren Reflexionen über den Frauenstreik in Hamburg. Die sind wohl noch nicht veröffentlicht, aber das ist, glaube ich, so ganz interessant. Und die versuchen das eben zu thematisieren. Die haben da so ein paar Punkte rausgegriffen und sagen halt, was sie daran interessant fanden, war halt genau das, dass man eben, dass potenziell alle Lebensbereiche da thematisiert werden können. Also in diesem Zusammenkommen und erstmal darüber sprechen, was sind eigentlich unsere Probleme. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen so einen Link gesehen, als ich das Papier gelesen habe zu unserem Text. Also genau diese Thematisierung von nicht nur rein diesen Kämpfen oder dem Lebensbereich Lohnarbeit, sondern dass es darüber hinausgeht und dass es wohl auch jetzt bei dem Beispiel Hamburg wohl auch der Fall war, dass sie da darüber geredet haben und die haben auch gesagt, dass sie jetzt diese Zusammenstellung, also die diskutieren jetzt nicht diese, ob es Frauenstreik oder feministischer Streik heißt, aber die sagen, was ja interessant ist, dass da in der Zusammenstellung was passiert, wo eigentlich nicht gestreikt werden kann. Also wie soll das gehen? Der Streik ist ja eigentlich eine Form, die aus den Arbeitskämpfen kommt und wo irgendwie klar ist, was man tut. Man versucht mehr Lohn oder mehr oder weniger Arbeitszeit von zu erreichen und was noch die Zielrichtung ist, ist dem Kapital möglichst viel Schaden zu bereiten, indem einfach Produktionsausfälle passieren. Und das ist sozusagen das Pfund, mit dem man wuchern kann, weil das ist sozusagen die Macht, die man hat. Und wenn jetzt natürlich man irgendwie sagt, man bestreikt jetzt als Frauen oder macht einen feministischen Streik und dann sind das eben nicht nur die Frauen, aber man bestreikt sozusagen Teile des Lebens, wo man eigentlich sozusagen qua Definition nicht streiken kann, weil es eigentlich auch eben nicht in diesen Bereich wiederum dieser Politik, also dieser Gewerkschaftspolitik reinfällt. Das beschreiben die da als eigentlich eine ganz, ganz gute Spannung, wo genau das passiert ist, wo das Potenzial drin ist, dass dadurch, dass da Themen auch reingezogen werden in eine Diskussion, dieses Verhältnis, das wir vorhin angesprochen hatten, von Öffentlichkeit und Privatheit, also von dem, was das Politische ist und was als das Politische gilt, da diskutiert werden kann oder da in Hamburg wohl auch passiert ist. Und sie thematisieren das dann eben unter dem Topos von auch der Herstellung von Öffentlichkeit. Also und die Zielrichtung, die wir da so ein bisschen anvisieren, ist, dass man eine andere Öffentlichkeit, also sie nennen das proletarische, feministische Öffentlichkeit, kann man jetzt auch noch über die Benennung diskutieren, aber als erstes mal geht es darum, sozusagen eine andere Öffentlichkeit zu thematisieren, weil sie sagen, dass die Lebensbereiche, die für sie wichtig sind und auch die Probleme, die da entstehen und auch ihre Interessen und das, was sie da ändern wollen, erstmal in der Öffentlichkeit, wie sie besteht und wie sie sich ja darstellt in irgendwelchen Diskussionen im Parlament und auf irgendwelche Zeitungen wie, keine Ahnung, der Standard und die Süddeutsche oder so schreiben und was, dass die da überhaupt gar keinen Eingang dazu haben und dass es auch keine Foren gibt, in denen sich erstmal eine Erfahrung, die Leute machen, artikulieren kann und erstmal zusammenkommen kann.
Und das bringen Sie oder versuchen Sie so zusammenzubringen, indem Sie sagen, was da passiert ist. Erstmal ist kleine Ansätze von so einer Herstellung, von so einer Öffentlichkeit, dadurch, dass Leute zusammenkamen und über die Erfahrung gesprochen haben. Und das war schon wieder auch eine gemeinsame Erfahrung, wo man rausgekommen ist aus dieser Isolierung. Also es gibt da sozusagen so eine Mehrfachebene von Erfahrung. Also ich gehe da hin und erzähle irgendwie meine Erfahrungen aus, wie es bei mir zu Hause so los ist und auch in der Lohnarbeit. Also alles, glaube ich, haben wir so ein bisschen besprochen. Und gleichzeitig ist die Situation, dass ich da mit anderen rede, eine neue Erfahrung. So. Also so, das fand ich ziemlich interessant, muss ich sagen, und dachte auch ein bisschen, dass da schon Potenzial drin ist. Und die schreiben auch in ihr, die haben ja auch geschrieben, naja, der Streik in Hamburg ist gescheitert. Also das war, eine, war eben zum 8. März so ein Straßenfest bisschen, es gab ein paar kleine zivilgesellschaftliche Ungehorsamssituationen und so, aber eigentlich war das sozusagen kein Streik. Aber die sagen trotzdem, naja, da dran zu bleiben und genau, und der ihre Zielrichtung ist eben zu sagen, ja, so was wir versuchen müssen, ist eben sozusagen diese Öffentlichkeit herzustellen. Und das versuchen sie eben auch als eine Art Prozess zu denken, der eben dann nicht punktuell auf diesen Tag, sondern dass man eben sich weiter trifft, weiter darüber redet, vielleicht auch in andere Städte fährt, mit Leuten spricht, vielleicht auch eben mal so ein Papier schreibt. Und genau, und ich glaube, da müsste man jetzt gemeinsam darüber denken. Also das, ja, weiß ich jetzt auch nicht, kann ich jetzt auch noch nicht genau sagen, in welche Richtung das dann weitergeht. Und genau, zu dem, weil du das mit der Benennungspraxis kurz gesagt hast, ich, ja, da fallen so ein bisschen so zwei Eindrücke aus Leipzig ein. Ich muss sagen, ich war da selber nicht so involviert, weil ich irgendwie nicht in Leipzig arbeite, sondern so ein Pendelleben habe. Und war da aber eben bei so einem recht großen Treffen mal. Und zwei Anekdoten vielleicht zum, auch für die Diskussion. Also erstmal war mein Impuls, als ich so gehört habe, ah, es gibt die Diskussion feministischer Streik oder Frauenstreik, war mein Impuls erstmal zu sagen, naja, Frau ist eigentlich kein politisches Programm. Und Feminismus ist aber, würde ich sagen, ein politisches Programm. Also, und deshalb war mein erster Impuls zu sagen, okay, eigentlich müsste man überlegen, ob man es nicht feministischen Streik nennt, weil damit eine politische Zielrichtung sozusagen anvisiert ist. Und klar, jetzt muss man diskutieren, was heißt Feminismus, und dann kann man ja sagen, ja, also das ist eben sozusagen diese Umwälzung dieses hierarchischen, auf Zwang beruhenden Geschlechterverhältnisses, auch die Auflösung des Zwangs zum Geschlecht und so weiter. Und aber also das als politisches Programm zu setzen und deshalb diesen Streik so zu nennen, war, dachte ich erstmal so, das wäre eine Möglichkeit. Ich habe das dann selber aber eben nicht so richtig, weil ich nicht so involviert war, da so diskutiert. Und ich, wenn ich es richtig weiß, wurde das ziemlich stark aber über Identitäten diskutiert. Also so war mein Eindruck jedenfalls aus Leipzig ein bisschen, dass es eigentlich hauptsächlich gar nicht so sehr darum ging, was ist eigentlich das politische Programm, wo wir da hinwollen, sondern eher, welche Identitäten werden nicht mitbenannt, wenn da Frauen draufsteht. Und ja, also das ist halt immer die Frage mit der Identitätspolitik so. Also die halt, ja, kann man jetzt auch gleich noch diskutieren. Aber noch eine Sache ist mir noch eingefallen. Ah ja, genau. Mir ist, was mir jetzt nochmal so erschien, war, dass auch ein bisschen aus der Leipziger Mini-Erfahrung oder Mini-Eindruck für mir, dass ich es, glaube ich, wichtig fände und deshalb auch sagen, ein politisches Programm zu setzen, würde auch bedeuten, sich klar zu werden über Ziele. Und das schien mir jedenfalls in den Diskussionen dort ein bisschen wenig vorhanden zu sein. Also erstmal zu fragen, okay, was eigentlich? Also wo wollen wir eigentlich hin? Und das ist, glaube ich, ein sehr langer Prozess. Also, und dass es da jetzt in Leipzig auch nicht passiert ist, da wurde auch 1. November wurde sich getroffen und im März sollte da was passieren. Es war irgendwie ziemlich klar, dass da nicht viel passieren würde. Aber das als Prozess, wo will man eigentlich hin? Also was ist das politische Programm, wo will man als Ziel hin? Und dann davon ab nochmal zu überlegen, okay, wenn das das Ziel ist, was ist die Strategie und was ist die Taktik? Und das war so ein bisschen mein Eindruck, wo ich sagen würde, ja, wenn man da weiter diskutiert, dann könnte man darüber diskutieren. Damit es vielleicht ja, so ein bisschen, also vor allem, wenn das auch breite Bündnisse sind oder breite Bündnisse werden sollen, dass man, wenn man dann eben auch als eine ja, kommunistische, radikale Linke da reingeht, dass man sich da auch davor überlegt, okay, wo wollen wir dann nicht hin? Oder? Ja, also ich fand es ganz interessant, ich habe so verschiedene Texte mal jetzt auch dazu gelesen, zu diesem Frauenstreik, die sehr unterschiedliche Urteilen kam. Also dieses Papier zum Beispiel, das halt das eben so sagt, ja, das ist sehr, eigentlich sehr radikal, was da passiert. Also eben nämlich genau diese
diese Schaffung von so einer Gegenöffentlichkeit, das thematisiert das sozusagen das Privatisierte, das Private Abgedrängten. Dadurch hat die Durchkreuzung diese Strukturprinzip in der bürgerlichen Gesellschaft und so. Und ja, das und andere, also ein anderer, so ein anderer Text, den ich gefunden habe im Internet, der war halt so ganz skeptisch von Marianne Garneau. The Women's Strike Reconsidered. Und sie, also bei ihr geht es halt so, sie kommt so eine Organizerin aus, aus dem gewerkschaftlichen Spektrum. Und sie sagt halt die ganze Zeit so, ja, also da, wie kann eigentlich da Macht aufgebaut werden jetzt mit diesem Streik? Darum geht es doch eigentlich. Also ein Streik ist doch ein Mittel, in dem, mit dem Leute, Lohnabhängige, dann eben ihre Interessen durchsetzen. Und sie haben halt ein Druckmittel, nämlich die Arbeit niederzulegen. Und wie gegen, also genau, und sie sagt halt auch sehr so, ja, das ist alles sehr diffus in diesem Frauenstreik. Also gegen wen will man eigentlich welche Interessen durchsetzen und was glaubt man eigentlich, was für ein Machtmittel man da hat. Und dann thematisiert sich halt auch so, naja, also zum Beispiel sich frei zu nehmen, einen Urlaubstag zu nehmen zum Beispiel, oder halt quasi so Studenten oder prekär irgendwie beschäftigt zu sein, dass man eh sich alles frei einteilen kann und das dann einfach am nächsten Tag machen muss. Aber hey, da habe ich halt Zeit, kein Problem, dann mache ich halt den ganzen Tag Frauenstreik. So. Also das ist so, so hey, also das passt auf eine Art hier auch viel zu gut zusammen mit so einer Art flexibilisierten Arbeitsrealität schon, wo eigentlich überhaupt nicht mehr der Konflikt so richtig auftaucht mit irgendeinem Arbeitgeber, der dann Einbußen hätte oder sowas. Und ja, und ich fand halt irgendwie diese Perspektive darauf auch so ein bisschen harsch. Und halt, sie versteht das halt auch, eigentlich polemisiert dann halt auch dagegen und sagt halt so, ja, naja, soll dann am Ende halt die eigenen Angehörigen bestreikt werden oder so? Wer kann das denn wollen oder sowas? Und da schmeißt sie dann halt genau das eigentlich raus, was die ganze Frauenbewegung, wie wir es auch stark gemacht haben, ja so gemacht hat, halt zu sagen, hey, das ist was grundsätzlich nicht okay in unseren Nachbeziehungen, auch zu unseren Liebsten und so, zu Kindern und, was weiß ich, Ehemann, Eltern und so weiter. Und sie ist dann ein bisschen wie, hey, aber das schadet man doch eigentlich nur denen oder so. Das kann man ja nicht wollen. Und also da würde ich halt schon so sagen, okay, also ihre Kritik zum Beispiel, die halt eher so traditionell ist, die macht halt einige gute Punkte, weil sie halt genau diese Fragen aufwirft, wie kann man damit eigentlich was gewinnen und was kann man damit eigentlich gewinnen? Und das ist ja halt eher skeptisch. Andererseits ist sie halt auch ein bisschen so borniert und versteht dann halt nicht, was da eigentlich wirklich für Potenziale drinstecken, was hat dann wieder um diese anderen machen. Und was ich eigentlich damit sagen will, ist halt, also ich fände es jetzt eigentlich schon quasi, also ich finde diese Kritik wiederum von dieser Gewerkschafterin halt so zu stark, um sie zu ignorieren. Und die Frage, die sich stellt, wenn man die mal durchspielt, dann kommt man wahrscheinlich auf den Punkt, dass es halt nicht der Weg zu irgendwie einer Revolution ist, im Sinne von Aneignung von Produktionsmitteln also zum Beispiel, wenn das jetzt so eine. Aber das führt ja auch die Frage, was ist überhaupt eine feministische Revolution oder so? Ist das was anderes als eben diese Aneignung von Produktionsmitteln im Sinne von einer sozialistischen Revolution oder so? Und ja, keine Ahnung, also genau in diesen, also diese, die eine andere Text von dieser Gayle Rubin, den wir zuletzt ganz interessant fanden, The Traffic in Women heißt der, also auch aus den 70ern, und die spricht dann auch von Revolutionierung des Geschlechterverhältnisses und so, und die sagt halt, ja, also es geht eigentlich um eine Revolutionierung von Verwandtschaftsbeziehungen und von Verwandtschaftssystemen eigentlich. Und da würde ich halt schon sagen, naja, also vielleicht ist halt so ein, sozusagen so ein Frauenstreik, wenn da halt sich irgendwie andere Formen des Zusammenlebens oder sowas entwickeln, andere Formen auch der Sorgearbeit, die aufzuteilen oder solche Sachen halt, klar, dann werden da halt alternative Modelle vielleicht auch experimentiert und besprochen, ausgewertet, öffentlich bekannt gemacht und so halt für Frauen eben das, das Zusammenleben zwischen den Geschlechtern, zwischen den Generationen, die halt einen Bruch darstellen mit dem ja, patriarchalen Verwandtschaftssystem sozusagen. Aber das ist halt nicht identisch mit quasi einem Class War, der erfolgreich ist und dann so eine sozialistische Revolution halt durchgezogen hat oder so. Also insofern finde ich halt auch diesen Slogan, weil du es auch aufgeworfen hast, Feminism is Class War. Also nee, also ich kann damit eigentlich nichts anfangen. Ich finde, damit versteht man doch weder das eine noch das andere irgendwie. Also meiner Meinung nach.